Guten Tag, Herr Löwe. Ja. Mein Name ist Gerd Klinkmann vom Heimatverein Wetter und ich freue mich, dass Sie heute hier in unseren Räumen im Heimatverein uns etwas erzählen wollen aus Ihrem Leben. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und ich soll von meiner Kindheit berichten. Kindergärten oder Kinderbetreuung gab es überhaupt nicht. Also nur meine Eltern haben sich um mich gekümmert. Ich wurde damals noch in einem großen Korbwagen spazieren gefahren. Mein Vater hatte wenig Zeit, er musste ja auch viel arbeiten, aber meine Mutter war immer für mich da. Spielen durfte ich zu Hause auf der Bleiche. Das war eine eingezäunte kleine Wiese. Ich hatte praktisch nur einen Puppenwagen. Es gab ja wenig Spielzeug zu der Zeit. Badezimmer hatten wir auch nicht. Mein Badezimmer war eine Blechwanne. Aber Toilettenpapier gab es damals noch nicht. Heute hat man schöne Rollen, das kannten wir nicht. Bei uns wurde eine Zeitung in kleine Vierecke geschnitten, ein Loch durchgemacht und dann mit einem Bindfaden am Nagel aufgehängt. Ist mir nicht unbekannt, ja. Der Reinigungseffekt war natürlich dementsprechend. Aber auch das war ganz normal. Ja. Wir hatten aber auch da schon gelegentlich Fliegeralarm und die Kinder wurden evakuiert nach Pommern. Also jetzt Polen. Unsere Schulklasse kam nach Daber, Kreis Naugard. Heute heißt das Nowograd. Und da waren wir in einem kleinen Dorf. Das heißt eine Durchgangsstraße, keine Hauptstraße, rechts und links Häuser, Bauernhäuser. Und dann ging es wieder raus. Mehr war da nicht. Die Russen rückten ja näher. Meine Mutter hatte Angst, dass wir da von den Russen überrannt wurden. Ja. Dann hätten wir gar nichts mehr nach Hause gefunden. Dann sind wir also mit dem Güterwagen, weil da nichts anderes fuhr, nach Allenstein gefahren. Waren tatsächlich ein paar Tage beim Onkel und der hatte Beziehungen, der kannte Leute und der hat uns dann gegen entsprechende, ich möchte nicht sagen Bestechung, ja, aber Schmiergeld. Ungefähr Scheine besorgt, Passierscheine, dass wir wieder zurück nach Hagen fahren durften. Hagen war zwischendurch weiter zerbombt worden, aber unser Haus stand zum Glück noch. Wie immer waren die Fensterscheiben kaputt. Aber ich hatte ein Hobby, Bombensplitter zu sammeln. Aha. Die fand man dann und das war etwas, was es vorher nie gegeben hat. War ja nicht ganz ungefährlich, nehme ich an, nicht? Naja, man durfte nicht gerade suchen, wenn die Bomben fielen. Wir gingen denn hinterher hin? Aber es waren überall Bombentrichter und natürlich rundherum lagen auch ein paar Splitter. Und die Kinder, die da waren, haben dann Splitter gesammelt. Und man machte dann einen Wettbewerb, wer hat die größeren, welche waren am schönsten gezackt und so weiter. Ja. Also es war ganz, ganz interessant. Und ich hatte ein richtiges Lager, ein Regal mit Bombensplitter. In der Körnerstraße war der Hochbunker. Ja. Aber hier kam eine Bombe im Gleitflug und hat genau einen Entlüftungsschacht getroffen, einen Luftschacht, ja. Ist explodiert und durch den Luftdruck hat es über 300 Tote gegeben. Dann wurden alle Hagener aufgefordert, schaut euch die Toten an, ob ihr die identifizieren könnt. Also auch wir Kinder. Ja, schrecklich. Immer wieder gab es auch Tiefflieger. Keine Bombengeschwader, sondern Tiefflieger, die kamen vielleicht in 50, 100 Meter Höhe angeflogen und schossen auf alles, was sich bewegte. Die Flakgeschütze haben ja auch viele Flugzeuge vom Himmel geholt. Mein Vater hat sich schon um 5 Uhr angestellt. Der hatte schon fast 100 Leute vor sich. Jeder kriegt aber nur ein Pfund Brot, ein Stück, damit alle was kriegten. Die Schulen hatten keine Kohle. Und wir zu Hause hatten auch nicht viel Kohlen. Wir sind denn selber gelaufen, wenn irgendwo ein Wagen mit Kohlen oder Brikett herfuhr, sind wir aufgesprungen, haben schnell ein paar Brikett runtergeworfen, damit wir was für die Schule hatten.
Am 20. Juni 1948 gab es dann die Währungsreform. Wir hatten ja da immer noch die Reichsmark. Und da gab es dann die Deutsche Mark. Für 40 Reichsmark kriegten wir 40 Deutsche Mark. Und plötzlich gab es alles, aber 40 Deutsche Mark sind schnell ausgegeben. Und jetzt hatten wir Lebensmittel, aber kein Geld. Was immer noch funktionierte, das war die Zigarettenwährung. Der Heimatverein ist froh, dass Sie so freundlich waren, hier alles aus Ihrem Leben zu erzählen. Und wir können nur sagen, danke und alles Gute weiterhin. Gern geschehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit Gefallen getan. Auf jeden Fall. Und Sie können das, was ich erlebt habe, bewahren, denn wer soll sonst bewahren? Es gerät ja alles in Vergessenheit. Also nochmal Dankeschön, dass Sie mich überhaupt eingeladen haben.